Hallo und herzlich willkommen zurück zu Miss Survival. Bevor wir reinstarten, ich habe nach der letzten Folge ein bisschen was Organisatorisches in der Base machen wollen und ja, ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen Storage Management betrieben. Und ja, da kam direkt ein Mist rein. Und ja, es war ganz. Ganz crazy. Ich hab Stimmen in der Umgebung unseres Hauses gehört. Es war auch ein Türenknatschen zu hören. Es war ganz verrückt. Ganz verrückt. Und ja, wir werden sehen, wie es jetzt weiterläuft. Ich bin gespannt. Wir laden rein. Also, es kam mir fast so vor, als hätten wir irgendwie Banditenbesuch oder so. Ich glaube, das war ja mal so, was die Möglichkeit gibt, dass die auch die Base angreifen, ja. Aber so wie ich das bis dato kannte, eigentlich nur, wenn man schon vorher so ein paar Banditencamps ausgeräuchert hat, ja. Ja. Ganz crazy auf jeden Fall. So. Wollen wir mal gucken. Gut, lädt weiter. Okay. Braucht ganz schön lange heute zum Laden. Weiß nicht, was da los ist. Ihr hört das auch, ja? Hat man gehört, ne? Also wirklich Türengeräusch, ne? Ihr habt's gehört? Und auch Stimmen, wie gesagt. Ich traue mich gar nicht, hier unten rumzulaufen. Ist ganz verrückt. Ich würde sagen, wir versuchen mal zu schlafen. Wo ist es? 20 nach 6, ne? Was sehen tue ich draußen gar nichts. Boah, ist schon mega aufregend, ja. Versuchen wir zu schlafen. Machen mal 10 Stunden. Ja, wir haben Durst. Hunger werden wir auch kriegen. Okay. Können nicht trinken.
Was ist da los? Was sind die Stimmen wieder? Da war auch wieder ein Türgeräusch. Hey, das ist echt crazy. Leute, Leute, Leute. Was ist denn da los? Ich bin froh, dass wir die Shotgun und so viel Munition haben. Ganz im Ernst, ey. Ich sehe halt draußen nichts, ne? Es ist so freaking dunkel. Ich werde nochmal schlafen für 2 Stunden. Okay, Nacht ist vorbei. Alter, was war denn das? Was war denn bitte da los? Was war denn da los, ey? Krass, ey, krass, krass, krass. Okay, da kann man nicht hoch. Hätte mich mal interessiert, was da oben ist. Aber gut. Das funktioniert nicht. Puh. Interessant, ne? Rauchenden Hammer auf jeden Fall. Hier immer noch keine Flaschen weiter einfügen. Woher die Dingsgeräusche kamen, haben wir jetzt auch noch nicht genau ausmachen können. Naja, gut. So. Genau, okay, alles klar, alles klar. So, wir wollten uns auf jeden Fall einen Köcher herstellen. Das machen wir auch.
So. Okay, haben wir den schon mal? Können wir schon mal mit Pfeil und Bogen schießen? Das ist gut. Den Bogen haben wir jetzt nicht dabei. Aber macht ja erstmal nichts. Gut. Da hätten wir einen Bogen. Nehmen wir mal mit. Hier hätten wir Hämmer. Die habe ich gesucht. Den brauchen wir gerade nicht. Die Waffe brauchen wir eigentlich gerade auch nicht. Aber die behalten wir trotzdem mal. So, und jetzt schauen wir mal, was wir bauen können. Pfeile. Was brauchte man dafür? Wo hat man das jetzt da? Macht man aus einfachen Sticks und Sticks. Stellen wir hier irgendwo her, haben wir gerade gesehen. Hier vorne. Okay. Wissen wir schon mal, dass wir das machen können? Okay. Schade, dass wir keine Hosen machen können. Wir laufen ja noch ohne Hose rum. Nicht? Okay, aber wo? Okay, wir haben ein Feuerzeug. Wo ist denn jetzt zum Beispiel das Lagerfeuer? Wo sind das jetzt zum Beispiel? Haben wir Feuerholz. Okay. Haben wir noch kein Feuerholz? Müssen wir Feuerholz haben.
Doch hier. Dachte ich es mir. Aber wo kann ich mir das denn machen? Okay. B. We have to press B. Alles klar. Okay, ich würde das gern hier irgendwie reinbauen. Setzen hier so ein Feuerchen an. Okay, müssen wir jetzt erstmal sammeln gehen. Ich habe jetzt noch keine Bögen dabei. Deshalb bleiben wir immer noch auf der Shotgun. Steine. Wir kommen hier wohl zu einer größeren Straße. So ein paar Leaves nehmen wir auch mit. Okay. Nehmen wir hier so einen mit. Und so einen. Wie gesagt, Sticks. Ganz wichtig. Steine, glaube ich, bräuchten wir noch. Wenn wir die irgendwo herkriegen, würden wir das nice. Okay, wir sind voll. Wir brauchen noch Steine. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele wir überhaupt brauchen. Aber lieber ein paar mehr als ein paar zu wenig, ne? So. Ich bin immer noch ein bisschen nervös wegen diesem scheinbaren Besuch, den wir hatten. Man weiß ja nicht, ob der wiederkommt. Ob und wann.
Oh, wir sind Feuerstein, das ist doof. Na gut. Müssen wir erstmal zurückgehen. Wir haben Durst. Müssen wir nämlich auch bauen hier, so Wasserbehälter, ne? Habe ich schon mal gesehen. Brauchen wir auch auf jeden Fall. Okay. Hey, aber wir haben unser Feuer. Perfekt. Gut. Genau, dann haben wir die Dinger hier. Zum Grillstand ist wichtig. Brauchen Sticks. Sticks und was? Und zwei Seile. Hilfe. Wo haben wir unsere Seile? Okay. Wir haben Durst. Mach doch nicht sowas mit mir, bitte. Warum? Warum wird hier sowas mit mir gemacht? Oh, fuck. Böse. Ganz böse. Ganz böse Nummer. Also mal ohne Witz, ey. Puh. Das ist ja dieses Event wieder, ne? Wo man einen rettet und dann kann man mit dem handeln in der Theorie. Ist die Frage, haben wir was zum Handeln? Wir könnten ihm eins oder Handfeuerpistole geben, oder? Ja, zwei. Weiß nicht, ob wir da jetzt so viele von brauchen. Oh, das Essen sieht nicht mehr gut aus. Der wird ja bestimmt irgendwo an der Hauptstraße vorne sein, ne? Wollt ihr mal so eine Pistole hier mitgeben? Schauen, was wir dafür kriegen. Ich weiß ja nicht, an was der sonst so interessiert ist. Das könnte man auch geben. Ganz problemlos. Ich tue es jetzt mal hier rein, was wir zum Bauen brauchen. Und theoretisch könnte man auch den Hammer geben. Wir haben ja noch zwei. Aber wir schauen mal. Es klang auf jeden Fall so, als wäre es hier rechts von uns. Sieht man das auf der Map, das Event?
Also eher in die Richtung, ne? Der kam ja immerhin von hier. Ja, schauen wir uns mal an. Sieht mir nicht so nett aus. Das ist nicht gut. Dass der sich da so den Fuß wegknackst, ist nicht gut. Wir haben nichts dabei. Dreck. Hier irgendwo, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass wir da so tief fallen. Das hat mich jetzt doch ein bisschen überrascht. Naja. Gut. Auf jeden Fall irgendwo hier sein. Auf der Straße. Oder an der Straße. Oder so ein Zeugs drin hier. Ist das blöd, dass wir nichts zum Heilen dabei haben, ne? Und doch hätten wir theoretisch. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Gut, dass wir doch was dabei hatten.
Ja, ist die Frage, wo ist der? Da war doch hier die Straße runter, ne? Ich bin doch jetzt nicht komplett falsch, stimmt's? Das war doch ein bisschen. Oder war das hier irgendwo? Oh. Laufen in die falsche Richtung. Das war hier so. Scheiße. ja. Gut, Leute. Ich würde sagen, ich gehe den Weg bis zu unserem Unfallopfer AFK. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann bei dem Unfallverursacher. Bis dahin. Danke fürs Dabeisein. Schaut auch in der nächsten Folge wieder rein. Lasst ein Abo, lasst ein Like da. Bis dahin. Passt auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. Und gehabt euch wohl.